eine absolute Tragödie in Frankfurt. Hier ist heute Morgen ein 13-Jähriger unter eine Straßenbahn geraten und wird dabei tödlich verletzt. Der Junge wollte wohl noch schnell über die Gleise im Bereich der Haltestelle. Die anrollende Straßenbahn konnte dann aber nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er fasst den Jungen, der gerät unter die Tram, wird eingeklemmt und stirbt noch an der Unfallstelle. Das müssen tragische Szenen gewesen sein, wenn man sich das mal hier vorstellt. Das geht mir auch ziemlich nahe. Ich habe selbst einen kleinen Bruder, der ist 13. Deswegen muss ich mich schon ein bisschen zusammenreißen. Es sind jetzt zwar noch nicht irgendwie Blumen oder Kerzen ausgelegt worden. Es waren da vorher noch ein paar Ermittler vor Ort, die dann natürlich hier geschaut haben, Fotos gemacht haben von der Stelle, wo das passiert sein soll. Auch sie wissen noch nicht genau, wie es passiert ist, ob er sich beeilt hat und noch schnell zur Tram wollte, weil er zu spät für die Schule war. Das ist jetzt alles noch Gegenstand der Ermittlungen. Man weiß nur, dass es 7.40 Uhr war, als der Junge auf dem Schulweg von der Straßenbahn hier erfasst wurde.